Was geht, ihr Schinken? Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge Subnautica. In der letzten Folge sind wir einmal zu dem Schiff gefahren. Na gut, das war ja leider nicht in der Aufnahme, aber wir konnten ein bisschen in die Richtung hier fahren. Und haben an der Base weitergebaut. Leider ist mir der Sound da abgekackt, deswegen hatte ich auch eine Zusammenfassung gemacht. Für jeden, der das noch sehen möchte, das Ende der letzten Folge, da ist das einmal zusammengefasst. Wir haben hier die Basis um noch so eine Kuppel hier erweitert. Und ja, ich hatte vor, in dieser Folge vielleicht mal den Terraformer zu bauen, denn hier beim Bauen ist mir leider so ein kleiner Bug aufgetreten und ich komme nicht in den letzten Raum rein, weil da so eine Platte dazwischen ist. Ich hoffe, das kann ich mit dem Terraformer dann irgendwie entfernen. Ja. Was brauchen wir denn für den Terraformer? Obwohl, hier könnte ich mir auch noch mal zwei mitnehmen. Yum yum. Werkzeuge. Terraformer. Ein erweiterter Kabelsatz und eine Batterie. Ein erweiterter Kabelsatz. Zwei Gold und ein Computer. Chip. Zwei Tischkeulenproben. Silbererz. Ja, das haben wir ja alles. Computerchip und Gold. Dann brauche ich erstmal Tischkeulenproben. Können wir mal eben holen gehen. Ja, in der letzten Folge sind wir zu dem großen Schiff gefahren. Haben auch relativ, also zu dem Schiff. Wir haben auch jetzt einen Strahlenschutzanzug. Und ich wollte in dieser Folge eigentlich auch nochmal dahin fahren. Einfach weil das mir bei mir abgekackt ist und in der Hoffnung, das letzte Teil für den Zyklopen zu finden. Fällt mir gerade ein. Den können wir jetzt schon bauen. Aber wir brauchen ja nur eine Batterie. Deswegen. Das war ein bisschen viel. So, zwei Gold. Safterze. Gold haben wir jetzt ausreichend. Da ist ja genug drin. Das konnten wir bis jetzt noch gar nicht verwenden. Oh, ich will den Zyklopen haben. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir könnten auch nochmal zur Insel fahren. Ich glaube, da müsste das letzte Teil zu finden sein. Da hatten wir auch vorher die Teile gefunden. Eine Batterie nur noch. Aber wir haben die ja hier drin gepflanzt, die Pilze. Ich weiß nicht, kann man... Wachsen die nach? Nee. Okay. Na, ich glaube, das Pflanzen in diesen Töpfen bringt auch, also zumindest bei solchen Sachen hier, bringt lediglich, dass die Sachen frisch bleiben. Außer bei dem Gemüse, da kann man mehrere nehmen. Das ist praktisch. Yum, yum, yum. So. Den Terraformer. Oh, ist der groß. Der ist ja verdammt groß. Okay. Material 0. Rechte Maustaste gedrückt halten und umbewegen. Kein Material. Grabe nach mehr. Shift und rechte Maustaste gedrückt halten und bewegen. Okay. Zu weit von Terrain entfernt. Ach so. Entfernen? Okay. Jetzt habe ich Material... Ach, jetzt habe ich das aufgesammelt, okay. Aber wenn ich jetzt weiß, wie ich das entfernen kann... Aber mein Haus werde ich wohl nicht damit beschädigen. Jawohl. Hat direkt geklappt. Und man kann hier durchgehen. Da würde ich auch nochmal direkt hier draußen vor der Base die kleine Platte entfernen. Da hatte ich vorher auch einen Raum gebaut. Hier. Wo jetzt das ganze Fundament ist und diese Platte hat mir den Weg versperrt. Flapp, flapp und weg.
Perfekt. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus schon hier. Muss man ja sagen. Da hinten wollte ich eine Leiter reinbauen. Ja gut, aber erstmal packe ich den Terraformer weg und wir fahren einmal zur Insel, würde ich erstmal sagen. Und auf dem Rückweg können wir einmal bei dem Schiff vorbei. Also. Den packe ich hier rein. Ist auch schon mein Anzug drin, das passt da glaube ich ganz gut. Auf der Insel gibt es ja auch nochmal Essen. Das sollte kein Problem sein. Und los. Jetzt nur möchte ich wieder so hart auf den Strand krachen wie beim ersten Mal. Muss ja nicht, unser Seemotor muss ja nicht gleich kaputt gehen. Aua. Jetzt sind wieder die kleinen Spastenkrebse. Oh. Das trifft mich auch direkt. Ich hasse die Teile. Wo ungefähr? Ich glaube, hier durch war das. Obwohl, auf dem Strand hat man die doch gefunden. Ich bin der Meinung, zuletzt hatte ich die Teile hier gefunden irgendwo. Ich hoffe, das spawnen auch. Ja gut, die spawnen ja immer neu. Hier irgendwo. Ich kann man auch unten reintauchen. Da könnte ich auch nochmal nach Teilen gucken. Aber vielleicht gibt es hier noch irgendwas, was wir übersehen haben, als wir das letzte Mal da waren. Das kann ich jetzt so genau nicht sagen. Die Insel hatten wir uns ja auch noch nicht komplett angeguckt. Also hier überall waren wir ja noch gar nicht. Aber ich glaube, hier geht es auch nur wieder hoch. Auf dem... Also oben zu dem Observatorium hoch. Oh. Ein Glück kriegt man hier nicht so leicht Fallschaden. Also überhaupt habe ich noch gar keinen Fallschaden bekommen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Ab, ab, jetzt wissen wir es. Es geht nicht. Oh, Herzrasen. Oh Mann, ey. Springe ich da erstmal runter. Gut. Jetzt sind wir aber auch schon einmal um die Insel rumgelaufen. Ach, das ist hier immer noch tot. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier noch irgendwie Chance habe, auf der Insel was zu finden. Das sieht irgendwie relativ leer aus. Sonst nehme ich mir hier kurz was zu essen mit. So, Kackkrebs schon wieder. Und Marmormelone. Und begebe mich dann erstmal wieder zu Seemotter zurück. Und wieder zurück. Jetzt würde ich versuchen... Was ist das denn? Die schwebt ja komplett. So, okay. Eine besondere Insel. Sie ist anders als andere. Ich bin der Meinung, man kann hier irgendwo unten reintauchen. Und was ist eigentlich unter der Insel? Sieht sehr, sehr tief aus. Wir gucken einfach mal. Oh, da kommt was. Irgendwas spawnt. Okay, es ist noch so tief, dass man runtertauchen kann. Ist hier noch irgendwo... Was ist das denn? Oh, ein neues Biom. Das kenne ich noch nicht. Was ist... Sind das... Ist das ein Baum in der Luftblase? Das sieht ja komisch aus. Oh. Wieder hoch. Ob es hier auch neues Gestein gibt? Okay, die sehen nicht böse aus. Ja, Gold. Soll wahrscheinlich wertvoll sein, aber... Und Diamant, okay. Aber wieso gibt es da denn kein Geräusch? Ist Gold so gut? Was haben wir hier noch? Oh, kristallines Aluminiumoxid. Okay, das könnte vernünftig sein. Den nehmen wir noch mit. Haben wir wieder neue Fische fürs Aquarium. Und hier sind auch noch ein paar Steine. Greife ich hier nochmal zu, denn dieses kristalline Aluminiumoxid, das interessiert mich. Das ist ein neues Material. Aber gut, das ist nur Quarz gewesen, toll. Was ist hier? Und das ist wieder sowas. Ich setze auch nicht so viel Hoffnung da rein, irgendwo unten in so einer Höhle viel Blaupause zu finden, aber... Oh! Da liegt was. F
Wärmekraftwerkfragment. Oh, wieder was Neues. Das ist geil. Oh, 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 was haben wir hier? Drei Sachen gleich. Hoffentlich was Vernünftiges. Hoffentlich ist ja nichts böse. Oh. Ich weiß nicht, wie viel braucht man davon? Zwei oder drei war das? Was? Eins noch, okay. Oh, dann haben wir das letzte. Wir haben alle. Wir haben ein Wärmekraftwerk. Die Frage ist, was kann ich damit machen? Was haben wir hier noch? Okay, das ist auch nur Wärmekraftwerk. Okay. Auf. Aber die Energie geht uns auch langsam aus. Ich glaube, wir müssen auch mal langsam wieder zurückfahren. Nicht, dass wir hier liegen bleiben. Oh, oder auch nicht. Schnell nochmal gucken, was das ist. Schubkanonenfragment. Und wir Wärme. Oh. Wir sind da. Das habe ich gar nicht gemerkt. Das ging ja schneller als... Das ging ja richtig schnell. Ich glaube... Ich bin gerade unter dem Schiff lang gefahren irgendwo. Wo komme ich bitte her? Oh Mann. So, wir reparieren das Teil erstmal. Ups. So. So soll das aussehen. Jetzt erstmal, was brauchen wir jetzt noch? Ich glaube, zwei Säurepilze sollten wir noch schnell holen. Und Kupfer haben wir noch genug, dann können wir wieder eine neue Energiezelle bauen. Dann leere ich kurz mein Inventar und dann fahre ich noch einmal zu dem großen Schiff. Vielleicht finden wir da ja, was wir suchen. Jo, jetzt habe ich die, habe ich ein paar Säurepilze geholt. Und nun gucke ich erstmal. Zu Safterze kann ich ja nochmal ein bisschen was Altlila-Gemüse. Das esse ich nochmal schnell. Das nimmt mir so viel Platz weg. Ich hätte auch mal gucken können. Die Spatenfische packe ich hier mit rein. Da habe ich ja sowieso schon welche. Dann sammeln wir die hier drin. Wenn ich die züchten möchte, kann ich die ja noch in ein großes Aquarium packen. Aber bis dahin... Die wächst nicht, wa? Kann man... Okay, das probiere ich jetzt mal. Das will ich jetzt wissen. Den, der muss jetzt einmal weichen. Das kann ja nicht sein, dass die Pflanze nicht weiter wächst. Oh, ein kleiner Stein. Ich werde jetzt einmal oben einen Raum aufsetzen und noch ein Aquarium. Und dann sollte das gehen. Also, das erwarte ich. Dass man da ein zweites Aquarium draufsetzen kann. Kann man auch nur ein Aquarium draufsetzen? Nein, das geht nicht so. Dann einen neuen Raum. Und... Na? Jetzt muss ich da noch irgendwie reinkommen. Wie mache ich das eigentlich am besten? Ich würde dann vielleicht hier noch... Geht das? Nee. Der Raum ist ja bis jetzt leer. Also wenn ich hier noch einen Raum raufsetze, da eine Leiter reinmache, oder... Passt sowas darauf? Nee. Ja, ist ja gut. Ich habe ja eine neue Luke. Hole ich kurz Luft. Und dann würde ich jetzt hier so ein Rohr ausbauen, da hoch und dann da oben ran, wenn das geht. Das wäre... Und dann am besten noch ein Glasrohr, dann kann man da immer noch mal ein bisschen rausgucken. Sowas finde ich immer cool. So. Ein L-Korridor. Ja, lol. Könnte man so machen. Hätte auch was, also so ein Observatorium hier drüben ranzusetzen. Wäre ja auch nochmal ein Projekt. Könnte man sich da mal reinstellen, sieht so... Ja, die Aussicht ist sogar gar nicht mal so schlecht. Also, ein einfacher Gang. Wie verbinde ich die? Ich habe keine Ahnung. Muss ich die von innen bauen?
gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Dann baue ich das hier nochmal ab. Obwohl, den lasse ich zur Sicherheit erstmal dran. Und baue hier oben noch einen Raum auf. Jetzt machen wir das anders. Toll. So. Der verbindet sich auch direkt mit dem. Das finde ich natürlich cool. Ich muss echt nochmal gucken, wie man so ein Senkrechtmodul verwendet. Ich wollte da unten ja auch noch hinbauen. Und da wäre das schon ganz gut zu wissen. Kann man die auch andersrum setzen? Nudel, so geht auch. Nicht genug Titan. Oh, ich hoffe, ich habe noch welches. Das verbraucht sich aber auch echt gut beim Basebau. Wundervoll. Ich bin oben. So. Oh ja. Dann baue ich hier jetzt noch ein Aquarium rauf. Das muss doch gehen. Ja. Wie ich es mir vorgestellt habe. Das sieht geil aus. Jetzt kann die Pflanze hier schön hochwachsen. Hat die denn auch mehr Pflanzplatz? Die Fische schwimmen jetzt auch nach oben. Auf jeden Fall können da jetzt auch mehr Fische rein. Das ist klar. Gefällt mir. Kann man mal machen. Also. Ich wollte mich zum Schiff begeben. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Titan auf dem Weg. Da es uns ja jetzt ausgeht. Und ich brauche eine Batterie. Ich weiß gar nicht, ob wir letztes Mal direkt unter dem Schiff waren, aber da lagen auf jeden Fall ziemlich viel Schrottteil. Alter. Wie ein Fels. Okay, das sieht schon besser aus. Sieht man auch schon unter Wasser, die Riesendüsen. Und hier liegt auch wieder Schrott, ich glaube. Hier waren wir letztes Mal, ja. Hier liegt sehr viel Schrott. Aber wir müssen nach den Kleinkisten hier Ausschau halten. Denn, das letzte Fragment sieht so aus, bin ich der Meinung. Modifizierungsstation haben wir. Modifizierungsstation. Desinfiziertes Wasser. Quarz. Und wir haben Modifizierungsstation. Also so nah war ich aber auch vorher noch nicht dran. Das ist ein exklusiver Ausblick. Sieht schon geil aus. Nur die Modifizierungsstation. Ich finde kein Zyklopteil und auch nichts anderes. Ich glaube, da vorne lag gerade eine kaputte Seemotte. Was war das? War hier nicht eben eine Seemotte zu sehen? So ruhig hier. Mögliche Höhlenöffnung. Was ist denn das? Schade, dass man nicht von draußen sehen kann, was das ist. Ich steige immer aus und es ist nur Seemotten-Modifizierungsstation. Was haben wir hier noch? Sicher wieder Seemotten-Modifizierungsstation. Jawohl, das konnte ich ja schon vorher erraten. Was war das? Da hat irgendwas geschrien. Ich bin gerade echt angespannt. Haie. Modifizierungsstation. Seemotte. Ja, hau bloß ab. Lass mich in Ruhe. Okay, ich geb's langsam auf. Ich werde hier wohl doch nicht mehr fündig. Und die Folge neigt sich auch langsam dem Ende. Deswegen würde ich auch nochmal zurückfahren. Schnell. Hier würde ich... Was ist das? So viel. Komm, irgendwas anderes wird da jetzt vorbei sein. Seemotte. Seemotte. Und ich... Mein Bild spackt hier auch echt ab. Das gibt es nicht. Ich raste aus, Amanakon. Jo, wir sind zurück. Und ich muss ehrlich sagen, viel haben wir für die Folge nicht geschafft. Also wir haben viel gesucht und wenig gefunden. Aber wir konnten ein bisschen an der Base weiterbauen. Und das spackt hier gerade völlig ab. Das Spiel braucht unbedingt einen Neustart.
Aber das Aquarium haben wir vergrößert, was ich auch richtig geil finde. Da wächst sogar schon was dran. Ist sie jetzt ausgewachsen? Jetzt gucke ich. Oh, also so geht das nicht, okay. Vielleicht lasse ich das auch. Das gucke ich dann in der nächsten Folge. Und vielen Dank fürs Einschalten. Lasst mir noch einen Daumen oben da. Schreibt mir in die Kommentare, falls ihr noch Verbesserungsvorschläge habt. Abonniert uns. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!